Hallo und willkommen zurück zur neuen Folge Flausch und Plausch. Heute Nummer 5. Ja, ich mache noch Videos. Auch wenn die letzten 2 Wochen, glaube ich, keins kamen. Und auch nicht wirklich viel Bilder auf Instagram. Aber ich bin noch da. Ja, heute mal aus meinem Zimmer. Weil ich nicht alles, was ich heute zeigen will, mit runter an den Stall holen wollte. Und hier auch wesentlich besseres Licht ist. Genau, heute gibt nur Wolliges. Mit den Tieren ist nichts Spezielles gewesen. Im Haus wurde auch nicht so viel gemacht. Und ja, ich denke, mit den Tieren werde ich erst wieder richtig was zeigen, wenn die auf der Wiese stehen, was jetzt demnächst der Fall sein wird. Ja, zwischendurch hatte die Cordula Geburtstag. In der letzten Folge hatte der Timmy Geburtstag und am 10.3. wurde die Cordula 8. Und ja, hoffen wir mal, dass sie noch über 10 Jahre durchhält. Das wäre eigentlich ganz toll. Genau. Fertig geworden sind nur 2 Sachen. Eigentlich eine Sache, die aber aus 2 Teilen besteht. Und zwar habe ich letztes Mal gezeigt, dass ich mit dem Duine-Tuch angefangen habe von Morben Design. Zeige ich mal gerade die Bild von der Anleitung, weil das kann man besser erkennen, weil meistens auch noch nicht gespannt. Genau. Also einmal das Tuch. Und man konnte auf dem Bild ja eigentlich schon sehen, dass das nicht das größte Tuch wird. Ich habe extra schon ein bisschen größere Nadel benutzt, aber war mir trotzdem zu klein. Deswegen habe ich ein bisschen gebastelt. Ich habe den Fortschrittsmarker, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal einen drin hatte, war ich irgendwo hier am Anfang bei dem Gelben. Und habe das Tuch soweit fertig gemacht. Also das ist das komplette Tuch. Da fehlt nichts, das ist nur so groß. Genau, und wenn man das jetzt noch spannen würde, wird das auch noch ein bisschen größer. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Genau. Und gehäkelt habe ich aus der Wikipedia Colors Kardavan. 750 Meter, dreifädig. Und ja, da war ziemlich viel noch auf dem Knäuel übrig, als ich das Tuch hier fertig hatte. Und bin hier bis zu braun gekommen, also so die mittlerste Farbe von dem Bobble. Und habe dann beschlossen, dass ich das Ganze nochmal häkel. Also habe ich mit braun weitergemacht. Und bin dann irgendwann in so einem Ocker-Sandton geendet. Und der Bobble hat genau gereicht für die 2 Tücher. Ich habe hier irgendwo noch so einen Rest. Also das bisschen hier ist der Rest von dem Bobble. Ging also genau auf. Und mein Plan war jetzt, die 2 einfach aneinander zu häkeln. Das habe ich heute Morgen auch schon mal probiert. Und zwar einfach die 2 braunen Teile dann aneinander. Ich muss mal gerade hier gucken, wie das richtig rum ist. So rum. Dann habe ich am Ende trotzdem noch so einen Halbmond. Mein Problem ist nur, dass dann die Verbindungsstelle sehr schmal wird. Und das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Jetzt könnte ich hier von dem einen Teil... Ach, kann ich gar nicht. Doch, kann ich, genau. Doch, von hier dem könnte ich die oberste Reihe aufmachen, dass ich hier den zweiten breiten Streifen habe zum Verbinden. Nur habe ich ja bei dem Tuch hier mit dem Braun angefangen. Also Ribbeln ist ein bisschen blöd von der Seite her.
Deswegen habe ich noch keine Ahnung genau, wie ich das verbinden soll, dass das in der Mitte nicht so schmal ist. Sonst sieht das irgendwie aus wie Flügel. Mal gucken. Oder ob ich die anderen Seiten aneinander mache. Nur dann ist halt der Farbverlauf nicht so toll irgendwie. Dann bin ich hier mit dem Braun und da mit dem Sandton. Mal gucken. Auf jeden Fall, die werden noch gespannt und irgendwie aneinander gewurschtelt. Zeige ich schon in der nächsten Folge. Die sind auf jeden Fall schon mal fertig. Aufbewahrt habe ich die in meiner super Projekttasche, die ich aus einem Schnäppchenmarkt habe. Leider gab die nur in dem Grünbraun, in anderen Farben hätte mir auch noch gut gefallen. Weil ich besitze keine Projekttaschen. Und deswegen fliegen die Stücke immer irgendwo in meinem Zimmer hier rum mit Nadel, wo man dann nachher nicht mehr weiß, zu welcher Nadel gehört welches Projekt. Aber die habe ich schon mal. Genau. Dann ein neues Strickprojekt. Ich habe ja mal angefangen mit dem Stricken. Und zwar ein Dreieckstuch mit einer Anleitung von YouTube. Ich glaube, das war eine Davanda-Anleitung. Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher. Einfach ganz easy Dreieckstuch. Und ich habe unten angefangen mit dem Teil, was am Hals nachher ist, und habe dann Abnahmen gemacht. Das fand ich irgendwie zum Üben leichter als Zunahmen. Genau, und einfach in kraus rechts gestrickt und dann entstand so ein Lochmuster, weil ich zwischendurch dann immer eine abgehoben habe. Genau. Dann habe ich das gehäkelt, gestrickt und dann ist mir die Wolle ausgegangen. Dann hatte ich aber leider nicht mehr genau den gleichen Farbton und musste dann ausweichen auf ein dunkleres Knäuel von Wollbutt. Ist eigentlich an sich dieselbe Wolle, nur halt eine andere Färbung. Aber da ist auch so ein bisschen von dem hellen Ton mit drin. Finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Genau, da bin ich jetzt fast am Ende. Das wird garantiert auch noch heute fertig. Ist ein bisschen klein geworden, vielleicht. Kann man ja auch noch spannen. Jetzt im Nachhinein. Gut, mit den Haaren ist eh immer so eine Sache. Wenn das andere Tuch jetzt aus wäre und ein bisschen gespannt, ist das aber tragbar. Übung macht den Meister. Beim nächsten Mal weiß man das. Genau. Aber das findet bestimmt eine Verwendung. Irgendjemand freut sich darüber. Gestrickt habe ich mit. Ja, Knit Pro Symphony, bei der ich da dann nicht mehr die Stärke feststellen kann jetzt. Da nach einem Tuchstricken schon der Aufdruck weggegangen ist mit der Millimeterzahl. Das ist ein bisschen doof. Naja. Muss ich mir mal ein Nadelmaß zulegen. Dann habe ich direkt zu den Nadeln noch eine Frage. Und zwar habe ich neue Nadeln noch bestellt. Auch Knit Pro Symphony. Ein Dreier-Set. Und da war ich ein bisschen verwundert, warum da andere Seile mit dabei sind. Hier die lilanen Seile kennt ja jeder bestimmt. Und bei dem anderen Set, das ich jetzt bestellt habe, sind aber farbige Seile dabei. Wo ich teilweise, die sind auch viel rauer. Also ich glaube, da bleibt die Wolle hängen. Und der Übergang ist auch nicht so toll irgendwie. Vom Seil zum Schraubadapter. Wo ich mir nicht sicher war, sind das Originalnadeln oder irgendeine Fälschung? Also ich habe schon gefunden im Internet, dass das wohl neue Seile sind, die noch nicht so lange auf dem Markt sind. Aber die sind wesentlich schlechter verarbeitet, finde ich. Mal gucken. Ich habe noch nichts angefangen mit denen. Ein paar Projekte für demnächst zum Stricken habe ich noch.
dann werde ich einfach mal so ein Seil ausprobieren. Genau. So. Dann machen wir noch mit was Strickigem weiter. Und zwar mein Popelbärt. Wo mein Kraus recht schal wird. Aus der Lola-Wolle. Letztes Mal, wo ist der Markierer? Da. Genau, war ich so ein Stück. Das kam alles dazu. Ist jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt eine Woche lang überhaupt nicht daran gearbeitet. Aber wächst. Alt ja auch nicht. Genau, hier sieht man noch 6 mm. Steht da drauf. Ist aber auch schon halb ab. Also hätte man noch irgendwie anders lösen können. Am besten eingravieren auf das Metall oder so. Ist ein bisschen doof. Genau. Da bin ich jetzt, naja, die Hälfte von dem Knäuel habe ich. Dann habe ich noch 3 Knäuel. Also sollte reichen für einen Schal. Ansonsten kann man ja immer noch nachbestellen. Genau. Und ja, ihr wisst ja, altbekanntes Problem, solange der Schal nicht fertig wird oder der Knäuel auf jeden Fall nicht, kann ich die Schale nicht andersweitig benutzen. Außerdem ich müsste den Faden abschneiden, weil der so lange darum popeln muss, bis der Knäuel leer ist. Genau. So. Dann habe ich zuletzt noch ein Projekt, wo ich letztes Mal noch behauptet habe, das wird nicht mehr fertig. Wo jetzt aber doch ein bisschen was dran geschafft worden ist. Und zwar war ich bei meinem RVO, Häkel-RVO, letztes Mal da. Dann kamen quasi noch, ja, 2 Reihenstäbchen dran und ein Bündchen. Und mittlerweile kam ein Ärmel dran. Ein langer Ärmel für lange Arme. Und der zweite Ärmel so halb. Und hier ging mein Knäuel leer. Sehr ärgerlich. Weil ich kann es dir mal zeigen. Ja. Also, von meinem Finger bis hier vorne hin, das Stück hätte noch gefehlt an Wolle. Jetzt habe ich den ja natürlich mit der Gründel Big Mama gestrickt, gehäkelt, die leider aber nicht als kleines Knäuel gibt. Also musste ich mir deswegen auch die neuen Nadeln, die kamen nämlich auch damit, noch ein neues Knäuel Gründel Big Mama bestellen, wo ich nur noch ein paar Reihen verbrauche und habe den ganzen Rest dann übrig. Und da ich mir dachte, 6 Euro für so ein Knäuel plus 5 Euro Versand lohnt sich ja fast nicht, dann habe ich halt noch die anderen Nadeln mitbestellt. Genau. Bleibt halt viel übrig, aber die Wollkiste hat ja Platz. Und ja, dann brauche ich immer noch eine Lösung für den Kragen oben. Habe ich ja auch schon letztes Mal erzählt. Und dann mal gucken. Danach kommt auf jeden Fall ein Strickpullover, für den ich auch genügend Wolle habe. Ich habe nämlich noch ein bisschen mehr Wolle geshoppt. Und zwar habe ich eine Anleitung gefunden für den Raglan-Pullover Eiskönigin. Ja, Eiskönigin. Aber der ist für Größe 44, glaube ich. Ich werde den ein bisschen größer machen. Aber als Übungspulli fand ich den ziemlich einfach eigentlich. Genau. Und ja, mal gucken, was draus wird. Genau, der wird als nächstes gestrickt. Und noch eine andere Anleitung, die ich mal gerade suchen muss. Und zwar habe ich
in meiner Küche ja nur ein ganz kleines Fenster und da habe ich auf Crazy Patinas eine Einladung gefunden für eine Gardine. Und zwar eine Kuhgardine. Und die hätte ich sehr gerne für meine Küche. Jetzt habe ich nur überhaupt keine Ahnung, welches gar nicht für so Filet-Häkeln braucht. Muss ich mich mal noch schlau machen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich die überhaupt häkeln soll. Weil in der Anleitung war irgendwie nur die Häkelschrift, aber sonst keine einzige Info. Jetzt habe ich keine Ahnung, also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass ein so ein dunkles Kästchen so um die drei Stäbchen sein müsste und die leeren dann halt immer ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen vielleicht. Wenn da irgendjemand Ahnung hat, bitte mal in die Kommentare schreiben. Weil die hätte ich doch sehr gerne. Genau. Dann probieren wir das mal. Die wäre auf jeden Fall cool. Also, ja, ich bin mir nur nicht sicher. Also, eine Kuh müsste passen. Das ist ein sehr schmales Fenster. Also, das ist, ja, so groß wie der Ordner vielleicht. Und da wird das mit zwei Kühen schon echt knapp. Musst du mal gucken, sonst mache ich nur die eine und die drei Herzen unten und ja, macht das dann hier der quasi der Mustersatz nur so groß und mach irgendwas anders rundherum. Mal gucken. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann wäre die Küche nämlich komplett fertig. Die Fußleisten kamen die Woche noch dran. Na, Fußleisten, also gebastelte Fußleisten. Aus dem Boden, den wir einfach abgeschnitten haben und an die Sockelfliesen geklebt haben. Sieht ordentlicher aus als die eigentlichen Sockelleisten, die für den Boden gedacht waren, weil die Fliesen dann so ein Stück zu hoch sind und dann mit dem Farbton dann ein bisschen seltsam aussieht. Genau. Ja, und dann bin ich mit dem Häkel- und Strickigem auch schon durch. Für heute. Und jetzt kann ich euch noch ganz viel Wolle zeigen. Ich habe nämlich einen Tipp gekriegt von einer guten Freundin von mir, die auf Facebook rausgefunden hat, dass jemand in der Nähe hier einen Wollladen schließt. Beziehungsweise ist die Frau wohl immer auf Märkte gefahren und hat da die Wolle verkauft. Kann das jetzt aber gesundheitsbedingt nicht mehr. Und ja, deswegen gab es so ein kleiner Lagerverkauf quasi. Und da habe ich ordentlich zugeschlagen. Und zwar habe ich 6 Knäule von der Lollipop Relana. So ein sehr flauschiges Garn. Ich habe, ja, das ist so... Sieht aus wie schon ein gestrickter Faden mit so Filzwolle-Dings dran. Sehr flauschig in so Tarnfarben. Und ich habe keine Ahnung, was man daraus machen soll. Also ein Schal wäre bestimmt super, aber ich glaube, ein Kissen wäre auch toll. Mal gucken. Davon habe ich auf jeden Fall die ganzen Knäule. In grün. Heute ist ja sehr viel grün im Hintergrund. Genau. Dann habe ich eine Packung mit der Carmen von GB Wolle. Also das sind alles so Marken, die ich noch nie gehört habe. Also ich habe die in dem Schnäppchenladen, wo ich auch die Tasche habe, die Projekttasche. Da habe ich teilweise auch Marken davon gefunden. Aber schlecht finde ich die nicht. Genau. Dann einmal hier. Sie hatte schon ein Loch. Ich würde die ungern aufmachen jetzt. Das ist auf jeden Fall so. Ja, rot, Anthrazit, hellgrau.
Auch ein dickeres Garn für Nadelstärke 4 bis 4,5. Dann habe ich für eventuell ein Pulli-Projekt von G&B die Honey. 60% Baumwolle, 40% Polyacryl. In so ja, braun-beige Sandfarben. Die durften mit. Dann habe ich die gleiche nochmal in so einem dunkelgrün. Und die ist auch eigentlich ganz weich. Also ich denke, für einen Pulli hat die so die richtige Stärke. Wie steht denn? Nein, Stärke 4 bis 5. Ich dachte, mir könnte ganz gut funktionieren. Genau, die habe ich, davon habe ich irgendwo noch mehr in meinen Tüten hier. Dann habe ich die gleiche Wolle nochmal in so einem helleren Lindgrün. Ja, Limettengrün mit so einem Moosgrün, also grün, 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 grün. Grün ist immer gut. Da wird bestimmt ein Pulli draus. Dann habe ich ganz dicke Wolle, ein Paket, auch mit G&B, die Oslo mit Tweed. Die ist, besteht aus 76% Polyacryl, 20% Wolle und 4% Viskose. Und wird verstrickt oder verhäkelt mit Nadelstärke 7 bis 7,5. Daraus habe ich vor, Packtaschen für die Esel zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe schon mal Packtaschen gehäkelt mit so Filzwolle und die dann danach gewaschen. Die waren super, sind dann aber den Mäusen zum Opfer gefallen. Deswegen mache ich nochmal neue. Weil jetzt Frühling und Sommerzeit ist Eselwanderzeit und da ist so eine Tasche nicht so schlecht. Genau. So, erste Tüte leer. Machen wir weiter mit der zweiten. Dann habe ich nochmal genau die gleiche wie gerade in einem dunklen Ton, dass ich ein bisschen abwechseln kann, die Farben. Dann habe ich ein ganz schönes Garn, von der ich so eine ähnliche schon habe, aber von einer anderen Marke. Auch von GB Wolle, die Jamaika. Und ja, es gibt ja so Wolle, so Fusselwolle mit so ganz vielen kleinen Fäden, die ich unglaublich schrecklich finde. Ja, und die hat ein bisschen die ähnliche Struktur. Allerdings sehe ich bei hier der gerade gar keine Fäden. Da waren aber irgendwo noch welche, die haben so ganz kurze nur, also die gehen schon. Ist die Nadelstärke 6 mm, also wird, könnte ein sehr dickes Tuch werden. Und ja, mit der Anzahl sollte man schon was Ordentliches hinkriegen. Jetzt habe ich nur so viel Wolle überall in meinem Zimmer, dass wirklich das Haus fertig werden muss, vor allem mein Wollzimmer. Dass ich die Wolle überall unterkriege. Also ich glaube, mein gedachtes Regal vom Ikea wird nicht reichen. Da muss ich, glaube ich, noch eins kaufen. Genau. Dann habe ich hier nochmal von dem dunkelgrünen. Damit wäre auch die zweite Tasche leer. Kommen wir zur dritten Tasche. Das ist auch die letzte. Also ich habe für die Wolle fast 120 Euro bezahlt, aber für die Menge kann man jetzt nicht meckern. Und zwar habe ich hier die Maui von Philo Blue, ein Mikrofasergarn. Und ich weiß nicht, warum ich die gekauft habe. Keine Ahnung, was ich aus der machen wollte.
Aber man muss ja nicht immer projektbezogen kaufen. Irgendwann findet sich schon das passende Projekt. Genau, dann habe ich hier noch ein Strumpf- und Sportgarn in so einem Braun und auch von GB Wolle. Ja, auch so ein Strumpfgarn mit Rot und Schwarz. Ob ich jemals daraus Strümpfe stricken werde, wage ich zu bezweifeln. Strümpfe sind, glaube ich, auch nicht so mein Ding. Mal gucken. Ein Tuch ist auch nicht schlecht. Also ich habe so viele dunkle Tücher momentan. Auch ja, viel mit Grün. Und ja, so ein bisschen was Buntes kann auch nicht schaden. Dann habe ich hier zum Schluss noch die GB Pier. Die ist 100% Plastik. Und für Nadelstärke 3,5. Hat eine sehr hohe Lauflänge mit 337 Meter auf 150 Gramm. Und da dachte ich mir, kann man ja auch einen Pulli draus machen. Da habe ich zweimal den braunen Ton. Dreimal. Die glänzt auch ziemlich cool. So, hier bin ich nochmal. Mein Handy hat nach knapp 26 Minuten einfach aufgehört zu filmen. Dann dachte ich, man kann einmal direkt auf YouTube hochladen, geht bestimmt schneller. Dann bricht das einfach ab und ich war fast fertig. Naja, ja, so viel wollte ich gar nicht mehr sagen. Ich habe irgendwo aufgehört, dass ich die gezeigt habe und gemeint habe, dass die nicht so viel glänzen, obwohl jetzt im Licht glänzen die gerade wieder. Genau, davon habe ich drei und zwei Stück nochmal in Rot. Da könnte ich auch noch einen Pulli draus machen. Ja, dann wäre ich durch für heute. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Bilder habe von der Woche. Ich kann auch noch welche machen gleich. Ja, noch ein bisschen was schaffen gehen heute im Haus. Und bei den Tieren, dann hänge ich noch ein paar Fotos hinten dran. Wünsche euch eine gute Zeit, viel Lust und Zeit zum Handarbeiten. Lasst euch nicht ärgern, auch nicht vom Leben und nicht von anderen Leuten. Und ja, wünsche euch viel Spaß und bis zur sechsten Folge. Flausch und Plausch. Ciao.